Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu dem heutigen Pressbriefing. Wir wollen hier heute über die Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz und Dysphorie sprechen. Mein Name ist Annegret Burkert. Ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier beim Science Media Center. Und genau, wir wollen hier heute über die AWMF 2SK-Leitlinie sprechen zur Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen und ihre offenen Fragen klären. Dafür begrüße ich vier AutorInnen der Leitlinie, sowie Frau Deine, die uns heute hier aus Schweden zugeschaltet ist und die sich als unabhängige Expertin aus dem Ausland die Leitlinie angeguckt hat. Diese Leitlinie wurde unter der Beteiligung von 27 Fachorganisationen sowie zwei Patienteninteressenorganisationen erstellt und befindet sich seit Anfang dieser Woche in einer vierwöchigen Kommentierungsphase. Ich betone auch nochmal, dass es sich um 27 Fachorganisationen handelt, weil in dem Dokument, was sie von uns erhalten hat, sind bisher nur 26 aufgelistet. Genau, und welche die Fachgesellschaft Deutsche für Deutsche Psychoanalytische, nee, die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft mit Frau Fahrenkrug aus Hamburg als Mandatierte ist da nämlich noch nicht aufgetaucht. Genau, in den nächsten 3,5 Wochen können die Mitglieder der beteiligten Fachgesellschaften noch ihre Änderungswünsche und Anmerkungen äußern, die dann eventuell noch für die finale Version berücksichtigt werden. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung ist bisher aber noch nicht festgelegt. Wir führen hier heute dieses Pressbriefing durch, um Ihnen eine informierte Berichterstattung unter Kenntnis des aktuell vorliegenden Leitlinienentwurfs zu ermöglichen. Sie können ab Freitag über den Inhalt dieser Leitlinie berichten, dürfen diese aber selbst noch nicht veröffentlichen, da es sich nicht um die finale Version handelt. Das Embargo für dieses Pressbriefing fällt also am Freitag, den 22. März um 13 Uhr. Wir möchten damit jetzt hier nochmal ganz explizit darauf hinweisen, auch dass das Embargo dringend zu beachten ist. Auch möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir hier in diesem Pressbriefing heute thematisch sehr nah an der Leitlinie bleiben werden. Anwesend haben, sehen Sie, hier sind schon 5 ExpertInnen. Ich möchte jetzt gleich anfangen mit den ersten Fragen. Aber bevor ich das tue, noch der Hinweis: Ihre Fragen können Sie wie gewohnt natürlich in dem Frage- und Antwort-Tool stellen. Mein Kollege wird die mir dann hier reinreichen und ich werde sie an die ExpertInnen richten. Frau Pauli, willkommen. Ich starte mit Guten Ihnen. Tag. Ja, Sie sind die stellvertretende Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich und Sie sind auch Autorin der Leitlinie. Können Sie uns jetzt hier am Anfang mal einen Überblick über die Leitlinie geben und weshalb diese so wichtig ist? Ja, und weshalb diese so wichtig ist schon. Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und das ist für uns auch wie ein großer Moment, weil das war jetzt auch wirklich eine lange Arbeit. 7 Jahre hat dieser ganze Prozess gedauert. Und Sie haben es gesagt, es sind ja 27 Fachgesellschaften und noch die Verbände, die zwei, die dabei waren, also eine von Transpersonen, ein Verband und eine Elternorganisation, die größte aus dem deutschen Sprachraum, waren dabei. Und das waren schon war ein langer Prozess. Alle Personen, die da mitgemacht haben, sind delegiert von den Fachgesellschaften. Also das sind die, die aufgrund von ihrer langjährigen Erfahrung mit dem Thema und Expertise auch ausgewählt wurden von den Fachgesellschaften, um da mitzumachen. Und weil es ja ein schwieriges Thema ist, wie Sie alle wissen, auch heiß debattiert, haben wir auch sehr viele Debatten und Kontroversen geführt. Und umso stolzer bin ich für uns alle jetzt sozusagen, dass wir sagen können, wir haben das auf den Weg gebracht und die erste Version ist jetzt einsehbar und wir haben es wirklich auch geschafft, durch diesen breiten Konsens und diese breiten Diskussionen und den Einbezug der gesamten Literatur, die es im Moment gibt zu diesem Thema, eine hohe Rate an Konsens für die einzelnen Empfehlungen zu bekommen. Also die meisten Empfehlungen sind mit über 95-prozentigem Konsens getroffen worden, was heißt, dass wir auch aufgrund von sehr intensiven Debatten über die einzelnen Formulierungen wirklich versucht haben, herauszukristallisieren, immer am Wohl von diesen jungen Menschen orientiert und da so herauszufinden, was die geeignete Formulierung ist, damit möglichst die Leute in der Praxis, die ja von dieser Leitlinie profitieren sollen,
damit die dann auch Anhaltspunkte haben von dieser Leitlinie. Und das ist vielleicht noch, um jetzt, wenn ich das zusammenfassen soll, warum diese Leitlinie, das Ziel ist eigentlich das, dass die Jugendlichen sind ja da, die Kinder und Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz, sie waren schon immer da, aber es gab halt früher auch keine Anlaufstellen. Und jetzt gibt es die. Und auch im Klientel, in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen und psychologischen Versorgung sind die anzutreffen. Und die Menschen, die jetzt nicht so, also die Fachpersonen, die nicht so die Expertise haben in diesem Bereich, die brauchen Anhaltspunkte, Fachwissen, um zu wissen, wie sie bestmöglich mit der Thematik umgehen und diese Jugendlichen begleiten können. Und das ist das Ziel. Also wir haben immer ganz am Anfang das Wohl der Betroffenen gesetzt. Das ist mir total wichtig zu sagen, weil das ist ja genau der Punkt, dass wenn dann so debattiert wird, so polarisiert, manchmal dieses dann auch verloren gehen kann. Und darum haben wir ja auch eine Präambel an den Anfang gestellt, die Sie alle gelesen haben, wo wir eigentlich so ein paar Grundsätze auch mit sehr, sehr hohem Konsens das verabschiedet haben, wo dann eben auch wirklich das klar gemacht wird, dass es immer um das Wohl der Betroffenen geht, einerseits, das ist klar, dass es auch wichtig ist, ein Diskriminierungsschutz in diesem schwierigen Thema für die Betroffenen, dass Sorgeberechtigte sehr eng einzubeziehen sind. Und dann, dazu wird nachher Frau Wiesemann sicher was sagen, immer diese Abwägung zwischen Behandlungen, die wirklich sehr wichtig sind und auch lebensrettend sein können für die jungen Menschen, aber auch auf der anderen Seite ja auch zu frühe Behandlungen Schaden anrichten könnten und immer diese komplexe Prozess des Abwägens. Und eigentlich kann man sich vorstellen, die ganze Leitlinie geht um das, jetzt Anhaltspunkte zu liefern. Wie können wir einen ganz sorgfältigen Prozess machen, wie wir diese Jugendlichen in ihrer Selbstfindung, aber auch in ihrem Leben und in dem Entscheidungsprozess gemeinsam mit den Sorgeberechtigten dann begleiten können hinsichtlich der Entscheidungen, hinsichtlich medizinischer Maßnahmen. Und dann gibt es immer dieses Abwägen zwischen Wohltun durch eine Maßnahme, die indiziert ist, und dem möglichen Schaden, wenn eine Maßnahme zu früh getroffen werden würde. Und deswegen sind die Leitlinien auch sehr umfangreich, also mit sehr vielen Empfehlungen. Und im Gegensatz zu anderen Leitlinien, internationalen Leitlinien, die es gibt, auch viel ausführlicher wird dieser Prozess dargestellt. Ja, das mal so als Einleitung. Danke. Ja, ich habe da eine kleine Nachfrage direkt noch. Wenn Sie sagen, der 95-prozentige Konsens oder der Konsens generell, der unterscheidet sich ja auch mal ein bisschen. Wie kamen diese Zahlen ganz konkret zustande? Durch das Voting der teilnehmenden Expertinnen und wie viele sitzen, also wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Expertinnen haben sich daran Also die Fachgesellschaften haben ein oder zwei Personen delegiert und Stimmrecht hat aber von den Fachgesellschaften dann jeweils eine Person, sodass dann sozusagen jede Person entweder ein halbes Stimmrecht oder ein Stimmrecht hat. Und wir haben, also es gibt ganz klare AWMF-Prozedere, also Vorgaben, wie dieser Prozess zu laufen hat und da haben wir uns immer dran gehalten. Das heißt, jedes einzelne Statement haben wir in einer Steuergruppe vorbereitet und so lange umformuliert, dass wir gedacht haben, es gibt einen möglichst breiten Konsens bei diesen ganzen Mitgliedern von dieser Gruppe, Gesamtgruppe. Und wir sind also wie zweimal durchgegangen, haben es in der Steuergruppe dann schon mal so vorbereitet und versucht, so zu gestalten, dass der Konsens möglichst breit ist, weil das ja auch viele Sachen auch in der Steuerungsgruppe kontrovers waren. In der eigentlichen Gruppe dann wird es abgestimmt und dann ist es klare Prozedere, dass jede Gesellschaft eben dieses Stimmrecht hat. Und da haben wir doch durch das, dass wir es so lange auch debattiert haben, die Vor- und Nachteile von jeder einzelnen Empfehlung so gut abgesichert, dass nicht alle, aber die meisten Empfehlungen mit über 95-prozentigem Konsens verabschiedet werden konnten. Ja, so ist das gelaufen. Ja, vielleicht noch eine kleine generelle Nachfrage. Es gibt ja bereits einige internationale Leitlinien. Welche Motivation gab es denn jetzt noch, die deutsche zu entwickeln? Also wir haben ja hier im deutschsprachigen Raum eine ganz andere Versorgungslandschaft. Also einerseits die medizinisch-ärztliche Versorgung, aber auch eine umfangreiche psychologisch-psychotherapeutische Versorgung. Das ist ja gar nicht in anderen Ländern überall gleich. Und auch die rechtlichen Voraussetzungen sind nicht gleich im Ausland.
Und es gibt auch nicht so viele nationale Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Also viele der Dinge, die jetzt so debattiert werden aus dem Ausland, sind ja keine Leitlinien, die in so einem differenzierten Prozess erstellt worden sind, sondern vielleicht irgendwelche Erlasse von Gesundheitsbehörden. Das hat überhaupt nicht das gleiche fachliche Niveau. Und die internationalen Leitlinien, an denen wir uns insofern auch orientiert haben, wir haben die alle konsultiert und durchgelesen und mitverarbeitet, die sind oft doch viel kürzer und oberflächlicher und wir sind auch viel mehr in die Tiefe gegangen. Und wir haben für den deutschsprachigen Raum auch versucht, die rechtliche Situation der drei deutschsprachigen Länder, die hier beteiligt sind, Deutschland, Österreich und Schweiz, separat sogar nochmal darzustellen. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal, kann vielleicht Frau Wiesemann noch darauf eingehen, dass die sind ähnlich, die Voraussetzungen, aber auch nicht ganz gleich. Und das, deswegen braucht es eben auch Umsetzungsleitlinien für den deutschen Sprachraum, ja, weil die rechtlichen Bedingungen in anderen Ländern Europas ja nicht gleich sind. Ja, danke, Frau Paul. Da haben Sie direkt zu Frau Wiesemann übergeleitet. Zu Ihnen wäre ich jetzt auch eh gekommen. Frau Professor Claudia Wiesemann ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Was ist das Besondere der Leitlinie hier für Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Beispiel zur Erwachsenenleitlinie? Wieso ist die Ethik hier auch besonders relevant? Wir haben ja schon seit langem eine intensive Debatte darüber, was genau Patientenrechte sind, was sie ausmachen. Und im Bereich der Erwachsenen ist es mittlerweile selbstverständlich akzeptiert, wird von der Medizin auch umgesetzt, dass das Selbstbestimmungsrecht des Patienten oder der Patientin führend ist in allen Entscheidungen, die die eigene Gesundheit und den eigenen Körper betreffen. Etwas schwieriger ist die Situation bei Minderjährigen. Denn hier sind ja zusätzlich immer auch noch die Eltern mit entscheidungsberechtigt. Und viele der Debatten, die in der Öffentlichkeit darüber geführt werden, die drehen sich um die Frage, welche Rolle soll denn, heißt es ja meistens das Kind, oft genug sind es ja eigentlich Jugendliche, um die es geht, welche Rolle soll denn der oder die Minderjährige jetzt in diesem Entscheidungsprozess eigentlich haben? Und das macht eine spezifische Schwierigkeit aus, weil wir als Erwachsene natürlich eine fürsorgliche Aufgabe haben gegenüber den Kindern. Wir müssen sagen, unserer Fürsorgepflicht genügen als Eltern, aber auch als medizinisches Fachpersonal, die Kinder oder Jugendlichen vor fehlerhaften Entscheidungen, vor Schaden an ihrem Körper, Schaden an ihrer Seele zu schützen. Diese Aufgabe wird sehr oft betont, wenn es um die kritischen Debatten geht gegenüber etwa einer Behandlung von Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz und Dysphorie. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das macht nicht vor dem, das beginnt nicht erst mit dem Alter von 18 Jahren. Das haben auch Kinder und Jugendliche. Sie haben ein Recht auf Selbstbestimmung, wenn sie selbstbestimmungsfähig sind, urteilsfähig sind. Und das ist nach einhelliger rechtlicher Meinung nicht erst mit 18 der Fall, sondern schon früher. Aber auch wenn sie jünger sind und noch nicht vollumfänglich selbstbestimmungsfähig sind, also nehmen wir mal jemand im Alter von 10 Jahren, dann ist ihr Wille, das sind ihre Wünsche nicht einfach unerheblich. Und wir können uns als Erwachsene nicht einfach darüber hinwegsetzen. Auch eben nicht als Mitglieder des therapeutischen Teams. Und die große Frage ist in diesem Fall, wie wägt man gegeneinander ab? Einmal den Selbstbestimmungswunsch des Kindes oder Jugendlichen auf der einen Seite und die Fürsorgepflicht der beteiligten Erwachsenen auf der anderen Seite. Und diese Frage dreht sich unsere Stellungnahme und auch ich sehe das so wie Frau Pauli, dass wir nach langen Diskussionen hier sehr gute Kompromisse gefunden haben. Dass wir nämlich in einem Prozess versuchen, die Kinder und Jugendlichen so weit zu begleiten, dass sie selbst in die Lage versetzt werden, über solche sehr grundlegenden Entscheidungen, was ihre Identität angeht, selber eine Entscheidung zu fällen.
Hier geht es um etwas sehr Grundlegendes, das darf man dabei nicht vergessen. Es geht nicht um eine Trivialität, möchte ich dieses Bonbon essen oder nicht, sondern es geht letztendlich um die geschlechtliche Identität. Und dürfen nicht vergessen, das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach klarerweise erklärt, dass das zu den höchstpersönlichen Angelegenheiten gehört, über die nur das Individuum selbst zu entscheiden hat. Und das Individuum, in diesem Fall ein Kind, ein Jugendliches in die Lage zu versetzen, diese Entscheidung zu treffen, das ist auch eine Aufgabe des therapeutischen Teams. Ja, vielen Dank. Frau Mauer, ich möchte zu Ihnen kommen. Sie sind psychologische Psychotherapeutin mit Zusatzqualifikation Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und Sie sind Vizepräsidentin der Bundestherapeutenkammer und auch Autorin der Leitlinie. Die psychotherapeutische Versorgung spielt in der Leitlinie auch eine besondere Rolle. Worin unterscheidet sich die Leitlinie hier von anderen und warum ist das wichtig? Ja, zunächst mal möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es uns gelungen ist, eine interdisziplinäre Leitlinie zu erstellen aus den ärztlichen Kolleginnen und den psychotherapeutischen Kolleginnen, auch aus dem ethischen Bereich. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Psychotherapie hier eine besondere Rolle spielt. Es ist ja so, dass in Deutschland wir eine sehr gute, grundsätzlich sehr gute psychotherapeutische Versorgung haben und wir Psychotherapeutinnen auch schon immer einbezogen waren in die Versorgung von gendernonkonformen Kindern und Transjugendlichen. Wir haben aber bisher keine fachlich gesetzten Standards gehabt, wie eine solche Versorgung aussehen soll, sowohl inhaltlich als auch formal. Und deshalb ist es unbedingt wichtig, auch zum Patientinnenschutz eine solche Leitlinie zu haben. An der Stelle muss man nochmal sagen, es ist ja so, dass Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie keine psychischen Erkrankungen sind. Und entsprechend gibt es zunächst mal keine Indikation für eine Psychotherapie. Natürlich kann eine psychotherapeutische Prozessbegleitung aber für diese gendernonkonformen Kinder und Transjugendlichen sehr sinnvoll sein. Und da ist aber wichtig, dass, was Frau Wiesemann auch sagte, wir sind hier im Bereich der Selbstbestimmung unterwegs, zu betonen, dass die Therapieziele und das konkrete Vorgehen eben ganz individuell ist und abgestimmt ist zwischen Patientin und Therapeutin. Es ist so, dass einer Behandlung, sowohl einer somatomedizinischen Behandlung als auch einer psychotherapeutischen Behandlung, immer eine sehr umfassende und auch sehr sorgfältige Diagnostik vorausgehen muss. In der Leitlinie ist auch festgehalten, dass eine solche umfassende diagnostische Einschätzung tatsächlich unbedingte Voraussetzung dann ist, wenn es um die Indikationsstellung geht zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen. Die Grundhaltung in der psychotherapeutischen Unterstützung von diesen Kindern und Jugendlichen ist eine akzeptierende und verlaufsoffene Grundhaltung. Und es darf selbstverständlich nicht darum gehen, die geschlechtliche Identität verändern zu wollen. Dann wären wir im Bereich von Konversionsmaßnahmen, die sind aus guten Gründen in Deutschland verboten. Sondern was für Themen haben wir in der Psychotherapie mit diesen Kindern und Jugendlichen? Wir unterstützen sie in der Identitätsfindung, wir unterstützen sie in der sozialen Transition. Wir unterstützen Sie, was mögliche innerfamiliäre Probleme angeht. Wir schauen mit Ihnen an Themen wie Diskriminierungserfahrungen, aber auch Adoleszententhemen wie Entwicklung von Partnerschaft und Sexualität. Und sicher auch ein wichtiger Teil ist die mögliche Vorbereitung und dann auch Entscheidungsfindung im Hinblick auf körpermodifizierende Behandlung. Wir beziehen bei Kindern und Jugendlichen immer die Bezugspersonen in die Therapie mit ein. Das können die, sind in der Regel die Sorgeberechtigten, das können auch Geschwister sein, Lehrkräfte, Menschen aus der Jugendhilfe. Das ist insbesondere natürlich dann besonders wichtig, wenn in der Familie es Konflikte gibt, möglicherweise was das Thema Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie angeht. Und was wir selbstverständlich auch psychotherapeutisch behandeln, wenn dann die entsprechende Indikation vorliegt, sind assoziierte psychische Erkrankungen. Wir wissen, dass diese Kinder und Jugendlichen ein erhöhtes Risiko haben für die Entwicklung von depressiven Erkrankungen, von Angststörungen,
von selbstverletzendem und suizidalem Verhalten und da ist in der Regel eine Psychotherapie indiziert. Alles klar. Vielen Dank. Herr Wüsthoff, der vierte Autor der Leitlinie, der hier heute anwesend ist. Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie für pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie am Endokrinologikum in Hamburg. Und ich möchte Sie gerne fragen zu den, eine erste Frage zu Pubertätsblockern. Das ist ja einer der größten Streitpunkte auch international. Und wann, also die Indikation und die Zeitgabe von Pubertätsblockern und Hormonen bei Kindern und Jugendlichen. Zu welchem Konsens konnte denn die Expertenrunde hier gelangen? Wichtig ist, dass man das sehr individualisiert, auch die Indikation stellt. Und wir haben uns ganz bewusst von irgendwelchen starren Altersgrenzen ferngehalten. Also in vergangenen Leitlinien gab es dann auch das nach Alter sortiert. Und das haben wir ganz bewusst eben nicht gemacht, weil es nämlich, wie Frau Wiesemann gesagt hat, es geht natürlich auch um die Einwilligungsfähigkeit und natürlich eine sehr sorgfältige Beurteilung jetzt dieser Kinder und Jugendlichen. Und da ist jetzt das chronologische Alter nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass keine präventive Pubertätsblockade stattfindet, sondern wir warten eigentlich immer, bis die Pubertät de facto begonnen hat. Also wir wissen, die ersten Pubertätsstadien müssen erfolgt sein. Also der Körper muss tatsächlich auch schon ein bisschen die Sexualhormone spüren. Und das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung für diese Jugendlichen, gerade in der Auseinandersetzung dann mit dieser ja beginnenden Vermännlichung oder Verweiblichung, dass man dann auch gerade spürt, nein, das ist wirklich das Falsche für mich. Denn wir haben auch tatsächlich Fälle jetzt erlebt, wo dann durch diese Sexualhormone auch vielleicht die Geschlechtsidentität noch mal ins Wanken gekommen ist und mal eine Versöhnung auch mit dem Körper stattgefunden hat. Deswegen ist es wichtig, dass man wartet, eben bis die Pubertät begonnen hat. Es gibt sozusagen eine Pubertätsklassifikation, wann das anfängt. Das ist beim Jungen das Hodenwachstum und beim Mädchen die Brustentwicklung. Und wenn das eben stattgefunden hat, dann kann man diese Pubertät unterdrücken, sofern der Betroffene das sehr stark wünscht und eben diese sorgfältige Beurteilung stattgefunden hat, dass eben das tatsächlich eine transidente Entwicklung ist. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir in enger Kooperation mit den Expertinnen, die sich mit der Geschlechtsdysphorie befassen, immer abstimmen, dass eben auch diese Behandlung tatsächlich nur bei solchen Jugendlichen stattfindet, wo das einfach auch sinnvoll ist. Wir machen auch bei älteren Jugendlichen, in der Vergangenheit wurden jetzt zum Beispiel bei Transjungen, sprich biologisch Mädchen, die zum Beispiel schon weiter in der Pubertät waren, wurden dann durchaus Pubertätsblocker eingesetzt. Das haben wir in den letzten Jahren größtenteils sogar verlassen und setzen eigentlich jetzt hauptsächlich Gelbkörperhormone ein, um zum Beispiel zu verhindern, dass es zur Menstruation kommt. Sodass eben bei fortgeschrittener Pubertät der Pubertätsblocker eigentlich eine sehr geringe Rolle mittlerweile in unserem praktischen Vorgehen hat. Können Sie das noch kurz weiter erklären, warum Sie das bei einer fortgeschrittenen Pubertät nicht mehr tun? Genau, bei einer Ja. fortgeschrittenen Pubertät, da bringt letztlich der Pubertätsblocker nichts, zum Beispiel in Bezug auf die Brustentwicklung. Die Brust ist ja dann schon entwickelt und es geht ja in erster Linie darum zu verhindern, dass die Regel vorhanden ist. Man kann natürlich schon auch durch den Pubertätsblocker eine gewisse, ja, Reduktion des Brustvolumens erreichen, aber das ist dann doch ein relativ geringer Benefit jetzt für die Betroffenen. Wenn man auch dagegen stellt, dass Hitzewallungen eine sehr häufige Nebenwirkung jetzt gerade bei den Transjungen ist durch das abfallende Estradiol und das kann eben auch re relativ unangenehm sein. Auch bei den Transmädchen, sprich biologischen Jungs, verwenden wir bei den Älteren durchaus auch eher Antiandrogene und nicht die Pubertätsblocker. Das muss man aber auch im individuellen Fall sehen, weil natürlich auch manche dieser antiandrogenen Medikamente auch eine psychische Auswirkung haben können, die zum Beispiel eine depressive Verstimmung betonen kann. Und deswegen wird manchmal auch aus diesem Grund auch bei fortgeschrittener Pubertät jetzt bei Transmädchen durchaus auch ein Blocker verwendet. Okay, wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, ist im fortgeschrittenen Alter teilweise das Riesen, also das Nutzen-Risiko-Verhältnis oder Nebenwirkungsverhältnis einfach auch nicht mehr so ideal.
als dass das dann der richtige Weg wäre. Genau, deswegen ist es tatsächlich, der Beginn der Pubertätsblockade ist aus meiner Sicht dann eben sinnvoll, wenn eben noch keine irreversiblen körperlichen Veränderungen stattgefunden haben. Und wir wollen ja gerade verhindern, dass eben diese Jugendlichen nicht in den Stimmbruch kommen, dass sie eben nicht eine große Brust entwickeln, die Transjungs. Das können wir sehr effektiv und dadurch ist natürlich auch das Ergebnis, das darf man nie vergessen, das Ergebnis eines früh behandelten Jugendlichen, eines Kindes, Jugendlichen, ist natürlich rein vom Aspekt her ein deutlich besserer, sodass man verhindern kann, dass diese Menschen mit einer lebenslangen Stigmatisierung durch einfach konfrontiert werden. Weil wenn man zum Beispiel das nicht verhindert, dass man einen Stimmbruch bekommt, dann wird man immer im späteren Leben erkennen können, allein schon an der Stimme oder auch am Körperbau. Da wird immer unter vorgehaltener Hand getuschelt werden. Ich glaube, das war mal ein Mann. Und das ist halt unglaublich belastend für diese ganzen jungen Menschen. Und wenn wir einfach durch diese Behandlung verhindern können, dass diese körperlichen Veränderungen, die einfach unumkehrbar sind, vermieden werden können, dann profitieren diese Menschen ganz erheblich davon. Ja, danke schön. Bevor wir jetzt noch weiter ins Detail gehen, möchte ich erstmal die fünfte Expertin hier im Bunde noch mit ins Boot holen, Frau Deine. Sie sind Fachärztin für Psychiatrie und Sexualmedizin am ANOVA Center für Andrology, Sexual Medicine, Transgender Medicine am Karolinska Universitätskrankenhaus in Schweden. Sie haben die Leitlinie gelesen und Sie kennen ja auch die internationalen Leitlinien und die internationale Diskussion um die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz und Dysphorie. Wie schätzen Sie denn von außen jetzt diese Leitlinie ein? I also want to thank you for inviting me to this and to be able to read this new guidelines. I find them, I'm very impressed. I took part of the WPATH guidelines, which was a lot of work, and I took part of the Swedish guidelines for adults, the first one. And so I know it's a lot of job to do, and it's a lot of reading and a lot of discussion and really thinking through what is right and what is wrong. So I am impressed by the, that you managed to take such to make this so good and to cover so many aspects, and especially also that the ethical aspects are there and the aspects of discrimination together with the sometimes complicated medical and psychological decision one has to make working in this field. So, and compared to the work we have done in Sweden, I was not part of the Swedish guidelines or the update of the Swedish guidelines for teenagers, but I read them, and this is done in a much better way, I think. The problem with the field is, which is not unique, it's a lot of conditions in medicine where we don't have a lot of high evidence research. There are very few conditions where we have very many RCTs, this randomized controlled trials, good clinical trials on that, and in combination, which would give us high scientific evidence. So this is not unusual for the field of transgender medicine. It also goes for HDHD pharmacological treatment for children. There are not much RCTs on that. So what one needs to do is to take the evidence that exists and also evaluate not only the high standard, but put together all kinds of studies. And then use the clinical knowledge in this field. And this, how you manage to do that with representation of people, so many organizations and people who are well aware
or knows the clinical practice of the field, I found excellent. So I am impressed, and I'm very happy you made such good job. Gut, das ist ja ein großes Kompliment an Ihre Arbeit. Dennoch gab es bei der Erstellung der Leitlinie ja intensive Diskussionen. Bei welchen Themen gab es denn die stärksten Diskrepanzen? Diese Frage kann ich gar nicht von Ihnen direkt zuordnen. Deswegen, wer würde sich denn dazu äußern wollen? Also zu welchen Themen gab es die stärksten Diskrepanzen? Also ich würde sagen, tatsächlich bei der Hormonindikation, ob der Sinn überhaupt die Pubertätsblocker einzusetzen. Das wird ja auch immer wieder diskutiert, weil eben es keine gute Evidenzlage gibt in den ganzen Übersichtsarbeiten, muss man ganz klar sagen, ist das ein schwieriges Thema, weil das halt wissenschaftlich auch aus ethischen Gründen extrem schwierig ist. Wir müssten ja ganz viele behandeln und ganz viele nicht behandeln, am besten randomisiert und am besten doppelblind, um es jetzt wissenschaftlich ganz sauber zu machen. Das wird natürlich nie funktionieren und man wird halt auch keine sehr guten Ergebnisse da bei solchen Studien, also wenn es die sind halt hypothetisch. Deswegen müssen wir uns einfach mit den Verlaufsbeobachtungen begnügen und einfach gucken, wie geht es diesen Kindern und Jugendlichen, die so behandelt wurden. Und da gibt es halt schon auch klare Hinweise, dass die davon profitieren. Wenn natürlich Jugendliche, die ohnehin in einer sehr schwierigen, auch psychischen Lage sind, dann ist es halt auch oft sehr schwer herauszufiltern, wo ist jetzt der Benefit in dieser gesamtschwierigen Lage durch diese einzelne Maßnahme. Und das wird halt immer wieder auch kritisch gesehen, dass eben zum Beispiel was Depressionen oder Suizidalität oder Suizidgedanken, inwieweit kann man dann diesen Effekt jetzt der Pubertätsblocker da sozusagen in Verbindung bringen? Das ist so ein großes Problem und das wurde auch immer wieder diskutiert, inwieweit wir diese Blocker eben tatsächlich so in dieser Art und Weise empfehlen. Aber wir sind doch jetzt ziemlich klar und auch unsere Konsensempfehlungen zeigen das ja, dass unsere Gruppe doch sehr eindeutig ist, dass eben der Einsatz dieser Blocker absolut indiziert ist, wenn eben die Indikation richtig ist. Und das ist dann eben einfach für die Betroffenen eine ganz wichtige Behandlungsmöglichkeit ist. Also vielleicht würde ich da noch gerne ergänzen, dass die Debatte, die wir auch geführt haben, geht ja darum, dass eigentlich wissen wir von der Evidenz her, dass geschlechtsangleichende Maßnahmen den Leuten gut tun, die geschlechtsinkongruent sind und bleiben. Und jetzt ist die Frage im Prinzip, wenn man die Pubertätsblockade, wenn man noch nicht oder vielleicht niemals randomisierte Doppelblindstudien haben wird für die Evidenz, was passiert mit denen, wo ich es mache und denen, wo ich es nicht mache, ob die Konsequenz dann wäre, ich mache ja nichts falsch, wenn ich nichts mache. Das wäre so die eine Haltung. Das ist aber eine absolute Minderheitenmeinung gewesen in unserer Gruppe. Aber darüber haben wir halt debattiert, weil alles muss natürlich genau abgewogen werden, haben wir das diskutiert. Oder die andere Sichtweise ist, ich richte ja auch, kann auch Schaden anrichten, wenn ich eine zur Verfügung stehende Behandlung ja nicht gebe. Weil wir ja wissen, dass viele, die dann von diesen Jugendlichen sehr belastet sind und vielleicht da auch noch eine Ergänzung zu dem, was vorher gesagt wurde. Sie leiden ja nicht nur an Diskriminierung, sie leiden auch an sich selbst und ihrem Körper, wenn sich der in die falsche Richtung entwickelt. Und beides kommt da zusammen. Und dass das auch, das Unterlassen einer solcher Behandlung ja auch dann Schaden anrichten kann und dass ich deswegen immer abwägen muss, das war so ein bisschen die Debatte. Und es hat sich aber gezeigt, dass eine sehr überwiegende Mehrheit der Gruppe gesagt hat, wir kommen nicht drum rum um diese Entscheidung im Einzelfall, weil es doch so viele gibt, die profitieren. Und die bisherigen Studien, die Evidenzlage ist sich auch langsam ein bisschen am Verbessern, zumindest mit diesen Verlaufsbeobachtungen. Das sind jetzt nicht nur unsere persönlichen Beobachtungen. Es gibt einige Verlaufsstudien, die dann jetzt das auch zeigen, dass es gewisse Verbesserungen jetzt im Mittel- bis Langzeitverlauf gibt bei diesen Jugendlichen, die so begleitet werden.
Und wir wissen ja, dass unbegleitete Jugendliche, das sieht man auch an den retrospektiven Untersuchungen von Erwachsenen-Transmenschen, dass es denen auch sehr schlecht geht. Und das ist genau die Debatte, die haben wir oft geführt. Aber ich muss sagen, wir haben auch viele andere Debatten geführt. Also eigentlich fast alle Formulierungen wurden sehr kontrovers diskutiert, zum Beispiel über wie wir mit den psychiatrischen Begleitstörungen umgehen. Alle sind sich einig, dass die adressiert werden müssen, aber wie genau formuliert man es griffig und wie geht man mit diesen Themen um? Inwieweit kann man diese Prozesse, Geschlechtsinkongruenz, eine Begleitung und die Behandlung der psychischen Störung, wie kann man die irgendwie beide ins Auge fassen, ohne eins von diesen Themen aus dem Auge zu verlieren und so weiter. Es gab viele Diskussionen, nicht nur das mit der Pubertätsblockade, finde ich auch noch wichtig, weil sonst hätten wir nicht so lange gebraucht, wenn wir nur diese eine Debatte gehabt haben. Wir haben eigentlich unendlich viel diskutiert, um die bestmögliche Lösung vom jetzigen Stand des Wissens für jede einzelne Empfehlung zu finden. So war mein Eindruck von diesem ganzen Prozess. Vielleicht eine Frage, die hier reinkam, die sehr gut dazu passt. Inwiefern hat denn die internationale Diskussion, die zunehmend kritischer gegenüber Pubertätsblockern auch geworden ist, die Debatte innerhalb der Leitlinienkommission beeinflusst? Also wir haben sie immer zur Kenntnis genommen, wir haben alles dazu gelesen, wir haben aber auch immer wieder uns abgegrenzt. Es ist ja auch in den Leitlinien gibt es so ein Anhangsdokument, wo wir das alles auch nochmal aufgearbeitet haben, was in den anderen Ländern passiert, zum Teil abgegrenzt, weil die Bedingungen einfach anders sind. Also England wird oft als Beispiel genommen, wo die Versorgungslage auch nur schon von den Wartezeiten her katastrophal. Da haben die zum Teil 3 Jahre auf einen Ersttermin gewartet und dann gar nicht so viele Ressourcen gehabt, um so einen Fall dann abzuklären und zu begleiten. Und das ist ja einfach in den deutschsprachigen Ländern auch anders. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, also wir können uns nicht mit diesen Ländern eins zu eins vergleichen. Und viele dieser Debatten haben wir aufgenommen und gesagt, ja, aber das befürworten wir ja, das haben wir ja auch schon lange umgesetzt. Zum Beispiel die sorgfältige Abklärung. Das sind alles Empfehlungen jetzt aus England. Nicht so lange Wartezeiten, dezentrale Versorgung. Also nicht nur in einem Zentrum in England, sondern dezentrale Zentren machen die jetzt dann in begründeten Fällen die Pubertätsblockade geben. Und solche Dinge, das machen wir alles schon. Also ganz, ganz viele von diesen Empfehlungen sind auch schon umgesetzt. Es wird so getan, wie wenn wir da hier völlig was anderes machen. Das ist nicht der Fall. Viele von diesen jetzt als neu in England in dem Bericht, der dort erstellt wurde, eingeführten Empfehlungen sind in unserer Leitlinie auch umgesetzt. Das ist, muss man auch sagen. Wir plädieren ja auch für sorgfältige Abklärung und Pubertätsblockade mit Vorsicht einzusetzen. Es gibt auch Unterschiede. Also zum Beispiel haben wir jetzt nicht gesagt, es geht nur im Rahmen von klinischen Studien. Das wäre jetzt mit Schweizer Recht schon mal schwer vereinbar, weil man die Leute nicht zu Studien zwingen darf. Aber da denke ich jetzt, sind zum Teil die Bedingungen auch einfach anders, weil die Qualität der Versorgung nicht die gleiche ist. Ja, möchte Wenn keine ich Frage. das kurz ergänzen darf, ist es auch so, dass einfach viele Dinge kolportiert werden aus dem Ausland, die so nicht stimmen. Also beispielsweise, dass in UK jetzt Pubertätsblocker völlig verboten seien, dem ist natürlich überhaupt nicht so. Also es lohnt sich da auch, wenn in die Details in geeigneter Weise reinzugehen. Und deshalb haben wir das in der Leitlinie entsprechend auch nochmal aufgenommen und natürlich genau diese Debatten geführt, um zu einer bestmöglichen Versorgung zu kommen. Also es gibt in Europa außer Russland kein Land, wo Pubertätsblockade verboten ist. Das auch noch mal so, das wird oft falsch berichtet. Okay. Eine weitere Frage, die reingekommen ist. Studien legen nahe, dass Pubertätsblocker frühe Weichen legen für eine spätere Transition. Welche Rolle spielte dieser Punkt bei der Festlegung der Empfehlung? Also das spielt eine große Rolle, weil wir haben das auch sogar aufgenommen, dass man Eltern und Betroffene informieren muss über diesen Punkt. Das steht in der Leitlinie drin. Es ist nicht mehr ganz so wie in der ersten Studie, wo quasi alle, die dann, das war eine sehr, sehr ausgewählte Stichprobe aus Holland, wo dann alle, die die Pubertätsblockade gemacht haben, dann auch die geschlechtsangleichenden Hormone genommen haben. Das ist nicht so, aber die Studien zeigen, dass es doch um die 90 oder über 90% sind. Und darüber muss man die
Menschen aufklären, also die Betroffenen und die Sorgeberechtigten, damit sie einfach dieses Wissen auch haben. Aber ich muss sagen, jetzt aus der klinischen Praxis sehen wir auch immer mehr, die das nicht so machen. Also es kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, wie wir, und das steht auch in den Leitlinien, dass es sehr wichtig ist, wenn man mit der Pubertätsblockade beginnt, dass man immer diese ausgangsoffene Haltung auch als Begleitteam von Fachpersonen beibehält und ihnen immer wieder auch diese Fragen stellt und diese Möglichkeit gibt. Das ist auch explizit eine Empfehlung in der Leitlinie. Die Möglichkeit zur Detransition offen halten, weil die Pubertätsblockade, das ist das sehr Gute, ist ja das Gute, ist ja prinzipiell umkehrbar für die, die es dann absetzen möchten. Und wir sehen diese Jugendlichen auch. Also ich sehe es immer wieder. Und es ist aber nicht die Mehrheit, es ist eine kleinere Minderheit. Und das muss man einfach aufklären, dass das so ist. Es spricht ja auch dafür, dass die Indikation korrekt gewesen ist, dass tatsächlich sehr wenige sich umentscheiden. Aber wie eben Dagmar Pauli gerade gesagt hat, es ist immer so wichtig, dass man diese Offenheit signalisiert, dass immer bei jeder Vorstellung bespreche ich mit dem Jugendlichen, dass es eine Möglichkeit gibt, auch sich anderweitig wieder zu entscheiden. Und diese Offenheit immer wieder zu signalisieren, halte ich für extrem wichtig. Und ich habe tatsächlich auch erlebt, vereinzelte Patienten, die unter einer Pubertätsblockade plötzlich gesagt haben, nee, ich will jetzt doch noch mal probieren, wie das funktioniert in meinem Ursprungsgeschlecht. Und die dann ganz aktiv die Pubertätsblocker auch wieder abgesetzt haben. Natürlich besteht eine gewisse Gefahr, dass man einen Weg in irgendeiner Weise natürlich befördert oder ja, man ihnen letztlich die eigenen Sexualhormone natürlich nimmt, die unter Umständen, und das muss auch eine Kritik bleiben dürfen, dass diese körpereigenen Hormone, die wir ausbremsen, dass die unter Umständen vielleicht die Entwicklung auch noch mal anders beeinflusst haben könnten. Und damit muss man einfach leben. Also es ist sozusagen das Abwägen zwischen diesem Risiko, ob der Einsatz dieser Hormone oder der Hormonblocker, ob der jetzt dann iatrogen, also sprich durch unser Tun bedingt, diesen Weg noch befördert oder ob man dadurch einfach diesem Menschen einfach sehr hilft, zu verhindern, dass eben der Körper sich so verändert, wie er es eben gar nicht möchte. Komma. Ich würde das gerne noch ergänzen. Zum einen ist es so, dass vor jeder neuen Maßnahme, geschlechtsangleichende Maßnahme, eine neue Indikationsstellung erfordern muss. Also das ist nicht ein Automatismus, der irgendwie abläuft. Ja, mit der gebotenen Sorgfalt aller beteiligten Berufsgruppen an der Stelle aus immer eine interdisziplinäre Behandlung. Der zweite Punkt ist, es ist ja von der Gruppe der Transmenschen eine noch ganz, ganz kleine Untergruppe, wo wir überhaupt mit Pubertätsblockern behandeln. Das sind ja noch junge Kinder oder gerade so Jugendliche, wo wir klare Voraussetzungen haben, nämlich das sind die Geschlechtsinkongruenz schon früh geäußert haben und zwar absolut konstant über mehrere Jahre und auch intensiv, wo teilweise schon eine soziale Transition im Grundschulalter erfolgt ist. Also es ist eine kleine Gruppe, wo wir eh die höchste Wahrscheinlichkeit haben, natürlich, dass das ein Transverlauf ist und dann ist es eben auch eine logische Konsequenz, dass die überwiegende Mehrzahl nach der Pubertätsblockade dann auch bei entsprechender Reifung in dem Bereich der geschlechtsangleichenden Maßnahmen nochmal kommt. Also es ist nicht so, dass wir irgendwas bahnen, was nicht sowieso schon eben so angelegt gewesen wäre. Und der dritte Punkt, den ich machen möchte, ist immer die Verantwortung. Das kann Frau Wiesemann auch noch mal besser sagen, die wir haben, wenn wir nicht behandeln mit Pubertätsblockern, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann psychische Erkrankungen tatsächlich einstellen. Und deshalb müssen wir da eben diese Entscheidung treffen. Und es ist nicht so, dass wir sagen, wenn wir nicht mit Pubertätsblockern reingehen, ja, dann leben die so vor sich hin und dann müssen wir später noch mal mit gegengeschlechtlichen Hormonen gucken. Ja, vielen Dank. Gerne, würde ich da noch ganz kurz ergänzen, Dass es sich ja hier um Menschen in schweren Krisensituationen handelt. Wenn sich die Indikation für eine Pubertätsblockade stellt, dann ist es bei einer Person, die die Erfahrung macht, in einem völlig falschen Geschlecht
in ein völlig falsches Geschlecht hineingezwungen zu werden. Dass in dieser Lebenskrise zunächst einmal ein Aufatmen möglich zu machen und darüber hinaus dann auch eine Verständigung mit therapeutischer Hilfe darüber, was jetzt genau diese Krise ausmacht und wie man mit dieser Krise angemessen umgeht. Das ist das, was die Pubertätsblockade ermöglicht. Sie ist nicht Zweck an sich gewissermaßen. Also es geht nicht darum, dass wir hier alle durch Hormone manipuliert werden, sondern es geht darum, einem Menschen in einer Krise einen Denkraum und auch einen Entwicklungsraum zu schaffen. Und mit Entwicklungsraum meine ich hin zu einer reflektierten eigenen Entscheidung über die eigene Zukunft. Das zu verweigern, prinzipiell zu verweigern, aus der Sorge heraus, dass diese Pubertätsblockade körperliche Nebenwirkungen machen könnte, das ist medizinisch und ethisch unangemessen. Im Vergleich zu der Krisensituation sind die Nebenwirkungen für die Betroffenen in aller Regel unerheblich. Die Nebenwirkungen, die ja eine Pubertätsblockade auch ohne Zweifel hat. Aber in diesem Abwägungsprozess kann die Entscheidung aus ethischer Sicht gut begründet erst einmal für diesen Überbrückungszeitraum gefällt werden, der dann eine Entscheidung in die richtige Richtung überhaupt erst möglich machen kann. Genau, Frau Wiesemann, wo Sie gerade schon die Nebenwirkungen ansprechen, das ist ja gerade in dieser Entscheidungsfindung, Pubertätsblocker einzusetzen, ein ganz wichtiger Punkt, der auch gerade immer wieder auch von Eltern oder Menschen, die sich mit dem Thema befassen, immer angeführt wird. Also erstens muss man sagen, die Pubertätsblocker werden seit vielen Jahrzehnten jetzt schon mittlerweile eingesetzt, zur bei der vorzeitigen Pubertät. Es gibt also ganz viel Erfahrung von biologischen Mädchen, die meistens sind es Mädchen, die in der verfrühten Pubertät damit behandelt wurden. Und es gibt keinerlei Hinweis dafür, dass sich zum Beispiel die Hirnentwicklung nachteilig dadurch entwickelt. Also das ist ganz wichtig, dass man weiß, also kognitiv sind keine Benachteiligungen. Was immer wieder angeführt wird, ist das Risiko der Osteoporose. Und da gibt es tatsächlich Hinweise, dass eben unter der Behandlung und vor allen Dingen, wenn sie längerfristig ist, die Knochenmineralisation leiden kann, dass die auch teilweise nur bedingt durch die dann einsetzende geschlechtsangleichende Hormonbehandlung wieder ausgeglichen wird. Also es könnte sein, dass jemand tatsächlich eine etwas schlechtere Knochensituation hat, aber es gibt aus dem Erwachsenenbereich auch keinerlei Hinweise, dass diese Transmenschen längerfristig mit Knochenproblemen und einer höheren Frakturrate durchs Leben gehen. Von daher ist immer dieses Warnen vor den Nebenwirkungen, das ist immer sehr hypothetisch. Also wir haben keine konkreten Hinweise, dass da wirklich etwas passiert. Aber gleichzeitig haben wir natürlich sehr konkrete Hinweise, dass die Menschen sehr darunter leiden, wenn wir sie tatsächlich durch diese ungewollte Pubertät hindurch zwingen würden. Also nur noch mal auf die Leitlinien zu kommen, um die es ja geht, ist das in diesem Kapitel sehr ausführlich dargestellt, dass wie die Nebenwirkungen sind und dass die zu besprechen sind. Also das ist das Wichtige, dass wir die Leute auch aufklären. Wie bei jeder medizinischen Behandlung, muss ich sagen, ist es halt ganz, ganz wichtig, einen informed consent zu machen mit den Betroffenen und den Sorgeberechtigten. Das ist klar, kann Nebenwirkungen geben, die müssen aufgeklärt werden. Und so wird es in den Leitlinien dargestellt, das ist ausführlich beschrieben, die Auswirkungen auch auf die Fertilität, die möglichen Auswirkungen. Das finde ich sehr wichtig, auch jetzt für die Praxis nochmal von diesen Leitlinien, die Anwendbarkeit, dass man jetzt genau die Anhaltspunkte hat, was muss alles beachtet werden, was muss alles besprochen werden, um diese eingangs auch von Frau Wiesemann erwähnte Urteilsfähigkeit aufzubauen und die Sorgeberechtigten auch aufzuklären, wenn sie Entscheidungen treffen müssen, wenn die Kinder, also es sind nicht Kinder, aber jüngere Jugendliche, noch nicht voll urteilsfähig oder entscheidungsfähig sind. Und dann müssen wir sie in die Lage bringen. Und dafür ist die Leitlinie jetzt eben auch sehr nützlich, finde ich, weil alle diese Dinge da sehr ausführlich behandelt werden. Gut, ich möchte mal zur nächsten Frage kommen.
passt vielleicht zu Frau Wiesemann. Sie haben explizit darauf geachtet, dass Alter, keine Alters, also Sie haben explizit darauf verzichtet, Altersgrenzen festzulegen. Die Entscheidung für oder gegen eine Behandlung soll individuell erfolgen. Wer entscheidet denn letztlich darüber, auch über die individuelle Altersgrenze und nach welchen Kriterien? Die Entscheidung darüber müssen die begleitenden Erwachsenen fällen. Das kann nicht das Kind oder Jugendliche für sich selbst tun, denn die Erwachsenen übernehmen damit ja eine Verantwortung dafür, diese Entscheidung letztendlich an den Jugendlichen, den die Jugendliche oder das Kind zu delegieren. Das allerdings kann geschehen auf der Basis von in der ethischen Debatte über Jahrzehnte hinweg diskutierten und konsentierten Kriterien. Wir dürfen nicht vergessen, diese Frage stellt sich ja auch im Erwachsenenalter immer wieder, etwa bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit einer schwerwiegenderen Depression. Ist diese Person selbstbestimmungsfähig oder nicht? Oder aber auch bei Menschen im fortgeschrittenen Alter mit einer beginnenden Demenz. Die Kriterien haben wir in unserer Stellungnahme, also so präzise wie es geht, festgelegt. Da geht es darum, kann die Jugendliche die Entscheidung verstehen, die Konsequenzen abschätzen, sich über alternative Wege informieren und dazu auch eine eigene Meinung sich bilden. Das ist ein Prozess, ein Abschätzungsprozess, der in einem individuellen Gespräch zwischen therapeutischer Person und Jugendlichen stattfinden muss. Es gibt dafür keine standardisierten Tests und es sollte auch nicht irgendjemand von außen herangezogen werden, weil es eben eine sehr persönliche Kenntnis dieses Menschen voraussetzt. Und auch deswegen ist uns in unserer Leitlinie sehr wichtig gewesen, den Prozesscharakter hervorzuheben. Also über verschiedene Entscheidungsschritte, vielleicht mit kleinerem Auswirkungsgrad für die betroffene Person abzuschätzen zu lernen, wie reif ist dieser jugendliche Mensch, wie viel Wissen hat er sich angeeignet, wie viel Vorausdenken ist er sie in der Lage, um dann am Ende aus dieser persönlichen Kenntnis heraus zu sagen, ja, ich kann auch diese jetzt etwas schwierigere Entscheidung dieser jugendlichen Person überantworten. Ich würde noch gerne ergänzen, dass wir in der Leitlinie festgehalten haben, dass es auch so ist, dass wenn wir feststellen, dass Jugendliche urteilsfähig sind oder entscheidungsfähig nach diesen jetzt gerade beschriebenen Kriterien, die Eltern aber nicht zustimmen einer so einer Behandlung oder manchmal ist es auch ein Elternteil stimmt zu, eins nicht, das ist sogar noch häufiger der Fall, dann ist uns kein therapeutischer Aufwand zu viel. Wir empfehlen dringend, das ist eine Empfehlung, einen Konsens anzustreben und einen Familienprozess, um die Eltern ins Boot zu holen. Es ist also, geht also auch jetzt gemäß Leitlinien nicht darum, einfach, ich treffe jetzt als zum Beispiel ärztliche oder psychologische Fachperson, die Einschätzung ist urteilsfähig, so, dann können wir das jetzt machen. Es steht erstens, steht drin, die Urteilsfähigkeit geht weit über reines Faktenwissen hinaus. Ich muss mich ja selbst in der Zukunft vorstellen können. Ich muss mögliche Detransitionsrisiken abwägen können. Das geht nicht nur, ich muss verstehen, was so eine Pubertätsblockade ist. Also das sind schon mal sehr hohe Anforderungen. Und selbst wenn die erfüllt sind, ist es nicht immer im Interesse der Jugendlichen, dann eine Behandlung sofort zu machen. Sondern auch dann lohnt es sich manchmal, muss man natürlich abwägen, wie ist der Druck und was sind die Risiken jetzt einer Behandlungsverzögerung. Aber lohnt es sich sehr oft, das ist eben eine der Empfehlungen, einen Familienprozess zu unterstützen, therapeutisch, um die Eltern ins Boot zu bekommen. Weil wir wissen, das ist auch in der Literatur ganz klar, dass einer der wichtigsten Faktoren für die psychisch gesunde Entwicklung von Transmenschen, Transjugendlichen insbesondere, ist die Unterstützung durch das Umfeld. Und wenn es uns gelingt, die Eltern ins Boot zu holen, dann haben wir viel bessere Unterstützung und dann ist die Prognose auch viel besser. Und darum eben, wie gesagt, wird empfohlen, den therapeutischen Aufwand nicht zu scheuen. Also es erfolgt diese Einschätzung und das ist ja auch ein Prozess, wie gesagt, nicht eine einmalige Einschätzung, sondern es ist ein Prozess. Und dann gibt es noch den Familienprozess, der psychologisch oder ärztlich begleitet wird,
um zu einer gemeinsamen, möglichst Konsensentscheidung zu kommen zwischen Betroffenen und Eltern. Ja, ich habe nochmal zu ganz grundsätzliche Fragen. In Ihrer Einleitung oder in der Leitlinie, in der Einleitung der Leitlinie steht zum Beispiel, dass das Geschlechtsverhältnis sich unterscheidet zwischen Kindern und Jugendlichen. Also wo vor allem bei Kindern, also Kinder mit Inkongruenz, es mehr Jungen sind, ist es dann später bei den Jugendlichen, sind es häufiger Mädchen. Woran liegt das? Genau, wir müssen jetzt noch sagen, was heißt mehr Jungen und mehr Mädchen? Also wir sprechen jetzt vom bei Geburt zugeordneten Ja. Geschlecht. Also von denen, die jetzt wir, wenn, präsentieren sie vielleicht als Transjungen, sind bei der Geburt als Mädchen zugeordnet, haben wir im Jugendalter deutlich mehr und im Kindesalter ist es umgekehrt. Und das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass im Kindesalter ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass Kinder, die dem männlichen Geschlecht zugeordnet sind und sich so genannt weiblich verhalten und weibliche Vorlieben zeigen, dann viel öfter und viel schneller den Eltern auch auffallen, als Problem wahrgenommen und dann in die Sprechstunden auch gebracht werden, während man die Kinder, die jetzt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden, aber sich so Tomboy-mäßig verhalten, die lässt man einfach mal machen. Und dann kommen die erst mit der Pubertät, weil dann kommen die Brüste, dann wird es sichtbar und dann beginnt das große Leiden, weil diese ganze Tomboy-Welt bricht zusammen. Im Erwachsenenalter hatten wir schon seit Jahrzehnten immer mehr Transfrauen und da hat man sich auch nicht so gefragt, warum. Das ist, hat auch wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gründe, aber wir sehen, dass es sehr häufig ist, eher das Alter, wann sich etwas zeigt. Das ist so einer der Punkte und weniger die grundsätzliche Häufigkeit. Wenn wir es über alle Altersgruppen wegnehmen, dann hat sich die Zahl über die Jahre immer mehr angeglichen, dass es also praktisch gleich viele transmännliche und transweibliche Personen gibt, sodass wir denken, es hat sehr viel damit zu tun, wann sozusagen sich etwas zeigt oder wann die Leute den größten Leidensdruck entwickeln. Und es ist zum Beispiel bei den transmännlichen Jugendlichen oft dann im Rahmen der Pubertät mit der Brustentwicklung, weil es dann so sichtbar wird und sie dann nicht mehr sich so jungshaft geben können oder sie dann einfach viel stärker dann als Mädchen zugeordnet werden. So vermuten wir, dass das mit der Geschlechterverteilung zustande kommt. Aber die Transjungen, sprich biologisch oder bei Geburt zugewiesen Mädchen, sind tatsächlich in den letzten 10 Jahren gerade im Jugendalter deutlich angestiegen. Von daher sehen wir jetzt mittlerweile ungefähr 70%, die jetzt hier uns aufsuchen sind, und das ist ein weltweites Phänomen, sind Transjungs. Und ganz genau können wir uns das nicht erklären, aber das muss wahrscheinlich ein multifaktorielles Geschehen sein, wieso das so ist. Und dann ist halt die große Diskussion, inwieweit dann auch dann soziale Medien und diese ganze Diskussion um mediale Vorbilder oder Nachahmungseffekte da eine Rolle spielen können. Aber dieser Diskussion muss man sich natürlich auch stellen. Aber so ganz genau kann uns das niemand erklären. Man Also muss wir aber noch sehen ja darauf eine hinweisen, erhöhte. dass die Trans-Mädchen einfach deutlich später sich häufig outen. Und zwar deshalb, weil das einfach noch gesellschaftlich viel schwieriger ist, anscheinend, wenn jemand, der geburtsgeschlechtlich männlich ist, in die weibliche Rolle geht. Wir sehen auch häufig, dass das zumindest teilweise schon auf Elternseite problematischer gesehen wird, aber auch die Gesellschaft immer noch da deutlich ablehnender drauf reagiert als auf Transjungen. Aber vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was Herr Wüsthoff gesagt hat, sehe ich auch so. Und von den Leitlinien her wird ja gesagt, also dass in dem Indikationskapitel ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium für die Indikation von medizinischen Behandlungen, ist die Abschätzung der Persistenz oder Stabilität, wie man das nennt, von der Geschlechtsidentität, von der Transidentität, die sich da präsentiert. Und das ist natürlich schon so, dass man das anhand, so wird das in den Leitlinien beschrieben, anhand der Lebensgeschichte sehr genau exploriert mit den Betroffenen und den Sorgeberechtigten, so ist es dort vorgesehen, und dem Umfeld. Und dann auch natürlich eine Einschätzung machen muss, die auch je nach Fall unterschiedlich
ausfallen kann, weil wenn die Sache, wenn sich eine Transidentität später zeigt, dann muss man auch genau den Weg nachzeichnen. Ist es etwas, was sich erst jetzt zeigt, aber schon lange da war? Oder ist es wirklich etwas, was vielleicht später aufgetreten ist? Dann müssen wir natürlich sehr viel vorsichtiger sein mit medizinischen Maßnahmen, weil es ja dann vielleicht auch noch instabiler ist. Also dieser Punkt ist durchaus berücksichtigt in den Leitlinien und ich finde es auch einen wichtigen Punkt, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Geschlechtsidentität bei allen Kindern und Jugendlichen stabil und persistent ist. Die Studien zeigen ja auch das Gegenteil, dass tatsächlich es dort noch eine, also vor allem vom Kindes- bis zum Jugendalter eine große Spannbreite von Entwicklungen gibt. Und das ist auch eine Empfehlung in der Leitlinie, dass man also bei Kindern die Eltern so beraten soll, dass man ihnen vermittelt, dass nicht alle Kinder, die zum Beispiel geschlechtsinkongruent oder geschlechtsvariant sind, dass die nicht alle später dann auch sich transident entwickeln. Das ist eine der Empfehlungen. Und die andere Sache, die darauf abzielt, ist eben, dass man wirklich die Stabilität und die Persistenz im Einzelfall versuchen muss abzuschätzen. Und das geht anhand einer sorgfältigen Exploration im Lebenserlauf. Und das geht nicht so viel, was manchmal auch falsch gedacht wird, um, habe ich jetzt mit Puppen oder mit Autos gespielt, so eine Gender-Stereotype. Es geht um die innere Zuordnung und ob es schon eine Inkongruenz gab mit dieser Zuordnung und die von außen zugeordnete Geschlechtsrolle und habe ich da schon ein Missempfinden gehabt. Es geht auch weniger um die Rolle, es geht wirklich um die Identität und die Identifikation und das kann man in so einer sorgfältigen Abklärung versuchen, dann gemeinsam abzuschätzen, wie lange das schon in eine Richtung besteht und ob das stabil ist. Das Wort, oder weil das hier auch gerade gefallen ist, Sie behandeln ja auch Erwachsene. Wie viele der Patientinnen oder haben Sie Patienten, die retransitieren? Und wenn ja, wie häufig kommt das vor? Ja, wir haben, ich habe seit, neun, or I take in English, since 1999, I worked with the team for adult people. And we have, or I have evaluated persons who later on came to our unit and retransitioned or wanted to retransition. It's exist and it's a part of the evaluation also for adults that we discuss clearly if we come to the conclusion that someone has fulfilled the diagnostic criteria and it's a good thing to start treatment. We also discuss and like you describe, also emphasize that it's not a clear-cut road. Take your time. Fee you think this is right. You also need to be in that feeling when you experience it. It's possible to make a break and so on. Sometimes people come to another conclusion. We have not yet the numbers. I have the numbers from whole Sweden, but only until 2010, and then we had 2% of people who applied to change their legal gender back. So they were 15 persons of 685, and that was 2.2% of the whole group. And we are on the way to make or to prolong that study and also include people who started treatment and then re-identified or maybe not re-identified but wanted to do a retransition anyway and needs medical help to defeminize or demasculinize the body. But I would say it's not. It would be today around the same percent. Not there are more in numbers, but there are also much more patients. And the internet, the Dutch checked their big cohort, and they had 0.5%, even if they were missing some data. So this is around somewhere 0.5 to
2, maybe 3%. Ja. Und darf ich dazu noch sagen, dass wir auch in der unserer Leitlinie einen Punkt haben, den ich auch wichtig finde, dass man den, mit denen das Detransitionsrisiko auch bespricht und im Ja. individuellen Fall evaluiert, darüber aufklärt. Das ist auch ein Punkt in unserer Leitlinie, weil das können wir ja nicht ignorieren. Es gibt immer Restrisiken bei medizinischen Behandlungen und wichtig ist ja, dass man das bespricht mit den Leuten und sie darüber aufklärt. Ja, es gibt einfach ein Recht auch auf Irren. Deshalb habe ich von Frau Wieselmann gelernt, dass das Recht auf Irren, und man muss natürlich das immer wieder abwägen. Man will natürlich, alle Betroffenen und alle Begleiter wollen natürlich, dass diese Menschen irgendwo glücklich werden im Leben. Und wir müssen halt alles Mögliche dafür tun, dass es sorgfältig evaluiert wird. Aber das Ziel ist, dass sie sich langfristig wohlfühlen mit sich und ihrem Körper und mit ihrer Sexualität. Und da ist es völlig legitim, dass man halt alles, was zur Verfügung stehende, nutzt, dass dieser Weg einfach gebahnt werden kann. Ja, ich muss jetzt ein bisschen, weil so viele Fragen kommen und die Zeit rennt, möchte ich gerne noch kurze Antworten auf nachfolgende Fragen, wenn möglich. Welche Zahlen gibt es, wie viele Kinder und Jugendliche derzeit in einer entsprechenden Behandlung in Deutschland sind? Also gibt es Zahlen, vielleicht in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie viele Kinder da gerade in der Behandlung sind? Also für wie viele Fälle die neue Leitlinie aktuell dann auch hilfreich wird? Und gibt es neue Zahlen zur Häufigkeit oder geht nach wie vor 0,2 bis 0,8% unabhängig vom Geschlecht? Wer kann darauf kurz und knackig antworten? Es gibt kein Register, es gibt keine konkreten Zahlen, es sind tatsächlich immer diese Schätzungen, aber es ist tatsächlich schwierig. Okay. Dann noch eine Frage zu den assoziierten psychischen Störungen, die geht, denke ich mal, an Sie, Frau Mauer. Gibt es eine klare Tendenz, dass Depressionen, Ängste bei den Jugendlichen sekundär zu einer Geschlechtsinkongruenz entstehen? Oder sehen Sie auch den umgekehrten Fall, in dem eine Behandlung der psychischen Störung das Leiden am biologischen Geschlecht reduziert oder sogar verhindert? Wir müssen immer gucken, es gibt einfach psychische Erkrankungen, die ganz unabhängig von der Geschlechtsdysphorie sowieso existieren. Das kann zum Beispiel Autismus sein oder ADHS oder dergleichen. Dann haben wir eine tatsächlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, hatte ich schon gesagt, was sekundäre psychische Erkrankungen angeht, wie Depressionen und Angststörungen, und das eben vergesellschaftet ist dann mit der Geschlechtsdysphorie. Aber wir haben es eben nicht umgekehrt. Es gibt keine psychische Erkrankung, wo das Merkmal der Geschlechtsdysphorie sonst vorkäme als Symptom und wo man sagen würde, das könnte irgendwie verwechselt werden und da müssten wir dann quasi psychotherapeutisch behandeln, und dann würde sich alles in Wohlgefallen auflösen. Diese Konstellationen gibt es so einfach nicht. Wir haben natürlich eine kleine Gruppe von Jugendlichen, auch das ist in der Leitlinie ausführlich beschrieben, wo wir vielleicht insgesamt eine Akzentuierung der Persönlichkeitsentwicklung haben, wo Identitätsthemen insgesamt sehr stark im Vordergrund stehen und wo wir eine deutlich längere Diagnostik brauchen und auch eine deutlich längere, vielleicht auch psychotherapeutische Begleitung, um da wirklich zu sagen, was ist der geeignete Weg für diesen einzelnen Jugendlichen. Dann kommt hier noch eine kurze Frage. Warum ist es eine S2K-Leitlinie geworden und keine S3-Leitlinie? Und was bedeutet das K? Also in Zukunft wird es so sein, das ist aber jetzt noch nicht, zwar noch nicht so vom Reglement, aber das Reglement wird so sein, dass bei den S3-Leitlinien über 50% müssen evidenzbasiert sein, und die Evidenz ist doch noch nicht so vorhanden, sodass das nicht der Fall ist bei unserer Leitlinie, und weil das zukünftig verändert wird auf diese Regel hin und wir weniger als 50% evidenzbasiert haben, sondern mehr im Konsens erstellte Empfehlungen, haben wir diese S2K-Leitlinie. Das bedeutet das haben wir ja auch gemacht, eine strukturierte Form der Konsensfindung. Und die meisten Empfehlungen unserer Leitlinien beruhen auf dieser strukturierten Form der Konsensfindung, wie wir das ganz am Anfang beschrieben haben. Das ist die 2K-Leitlinie. Und es gibt sehr viele solche Leitlinien. Es sind nicht alle S3-Leitlinien, auch zu anderen Konditionen. Gut, eine letzte kleine.
Bei den 95% Konsens fehlen ja mal 5%. Sind diese fehlenden 5% immer dieselbe Fachgesellschaft gewesen oder hat sich das aufgeteilt? Es hat sich schon aufgeteilt. Also es sind nicht immer dieselben, genau dieselben Personen, aber es gab schon Minderheitenmeinungen, die dann bei mehreren Fragen auch in der Minderheit waren, weil es immer wieder in diese gleiche Debatte reinging, ob man jetzt vielleicht, wenn man gar nichts macht, auch nicht schadet und damit, dass das die beste Lösung wäre. Und das kam dann natürlich bei mehreren Fragen zum Tragen, sodass es schon, aber kann man nicht sagen, dass immer dieselbe Gesellschaft oder immer dieselbe Person oder so war. Gut, ich möchte aufgrund der vorangegangenen Zeit jetzt so langsam in die Schlussrunde kommen. Frau Deiner, ich möchte mit Ihnen anfangen, weil sehr viele Fragen auch noch zu der schwachen Evidenzlage gekommen sind. Wie ließe sich denn das verbessern und wissen Sie, ob da mehr oder viele klinische Studien bereits in der Mache sind und in den nächsten Jahren dazu führen werden, dass die Evidenz einfach wachsen wird? I would say that the evidence is growing the whole time. I don't know when you locked your literature review, but just the other week came a new study from Australia showing that two persons of their big cohort, around 500 children, re-identified when they had started puberty blockers or cross-sex hormones. So there is a lot of studies both in America, Australia. In Europe, there is the INIGI group, which at least Hamburg was used to be a part of before, and they now start up with their teenage protocol, consists of Amsterdam, Florence Clinic in England, and Ghent, and maybe Hamburg, I think. And we are in Sweden preparing for prospective follow-up studies. So I think the evidence will come, and both on the teenage side and on the adult side. And also, it's correct that there is not so many studies on the young ones, but there are quite more studies on the older ones. And that we know that gender-affirming treatment helps or reduce gender dysphoria. If they do that on adults, it's likely that they do that on teenagers too. I mean, the difference is not so big between teenagers and adults. Ja, vielen Dank. Frau Pauli, heute kam auch noch die Frage, wie Sie die aktuelle Kritik an der WPAS, also WPAS, World Professional Association for Transgender Health, einordnen. Die wird ja häufig zitiert in der Leitlinie und könnte sich das auch noch auf die Leitlinie auswirken? Also ich glaube, dass die WPATH wirklich ganz andere Voraussetzungen natürlich hatte bei der Erstellung der Leitlinien. Es wurde schon sehr sorgfältig gemacht. Also ich habe da auch an einem Kongress eine Präsentation gehört, wo sie genau vorgestellt haben, also wie sie vorgegangen sind. Da sind unglaublich viele Fachgesellschaften und Nationen und ExpertInnen weltweit beteiligt. Und das war ein sehr differenzierter Prozess. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Länder unter einen Hut zu kriegen und eine gute Empfehlung zu machen. Und dass das natürlich immer mehr auch an der Oberfläche bleiben muss, weil man so unterschiedliche Versorgungslagen und Rechtslagen und so weiter hat. Und dass deswegen, ich glaube, dass wir hier in unserer Leitlinie viel mehr in die Tiefe gehen konnten und die Prozesse viel besser noch ausleuchten konnten und viel besser auf den deutschsprachigen Raum runterbrechen konnten. Also die Kritik muss man natürlich sehr differenziert einordnen. Es gibt vielleicht auch berechtigte Punkte, aber sehr viel ist auch politisch motiviert, dass jetzt einfach alles da, der ganze Prozess sozusagen kritisiert wird. Und das ist nicht gerechtfertigt, weil ich habe das auch mitverfolgt und mir sehr genau angeschaut. Das war auch ein sehr, sehr ausgewogener, differenzierter, aber auch ein sehr komplexer Prozess, wenn man so viele, also für so viele Nationen etwas unter einen Hut bringen will. Also ich denke,
Das ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen, aber ich glaube nicht, dass die Kritik am WPATH jetzt unsere Leitlinien nochmal so beeinflussen wird, weil wir wirklich einen ganz eigenen Prozess gemacht haben, wo wir nicht einfach uns da an diese Leitlinien angelehnt haben, sondern sehr, sehr viel mehr Debatten und sehr, sehr viel mehr andere Leitlinien und Literatur beigezogen haben. Ich sehe das nicht, dass das dadurch nochmal ins Wanken kommt oder ganz anders nachhaltig jetzt beeinflusst wird oder so. Ja. Herr Wüsthof, Sie möchte ich zum Abschluss fragen. Wie oft ist zu beobachten, dass sich die oder der Heranwachsende doch mit dem biologischen Geschlecht versöhnt und geschieht das meistens zu Beginn der Pubertät oder auch noch später? Das ist auch noch eine Frage eines Also ich Kollegen. habe sowohl als auch erlebt. Also ich habe erlebt, dass ein Jugendlicher, der eigentlich als Mädchen gelebt hat, dann kurz bevor die Blocker begonnen werden sollten und eigentlich alles klar seit frühester Kindheit, sich tatsächlich ganz abrupt umentschieden hat und plötzlich wieder als Junge in die Schule gekommen ist, Haare kurz abgeschnitten und seitdem als Junge lebt, ganz aus sich heraus. Und dann habe ich auch erlebt, Jugendliche, die schon ein Jahr lang Testosteron hatten und mit Indikationen auch sorgfältig alles gemacht und dann plötzlich auch durch auch eine Beziehungserfahrung nochmal neu sich erfunden hat, obwohl schon ein Operationstermin für eine Mastektomie stand und plötzlich seitdem wieder als Frau lebt. Also es geht alles. Und deswegen müssen wir halt als die Begleitenden, wir müssen offen sein für alles, wir müssen es ständig hinterfragen, wir müssen ständig immer mit denen in gutem Kontakt sein, dass wir alle Wege, auf alle Eventualitäten irgendwie eingestellt sind, um sie einfach adäquat begleiten zu können. Aber das sind schon seltene Fälle, oder? Würdest du Das auch sind sagen? absolute Ausnahmen, aber ich will einfach Ausnahmen, die sagen, gibt es ja. es gibt solche Fälle. Und in meinem Kollektiv, ich habe jetzt ungefähr 800 Jugendliche innerhalb der letzten 15 Jahre mit dieser Fragestellung gesehen. In meinem Kollektiv habe ich tatsächlich das jetzt 5-mal erlebt, dass jemand wieder zurückgeht. Gut, Frau Wiesemann, abschließend. Inwiefern glauben Sie, werden Betroffene von dieser Leitlinie profitieren? Diese Leitlinie gibt eben nicht nur dem therapeutischen Team wesentlich mehr Sicherheit bei den verschiedenen Schritten in dem Prozess, sondern sie gibt auch den betroffenen Jugendlichen und ihren Eltern Orientierung und Sicherheit, was sie erwarten können in einem medizinischen System. Wir dürfen nicht vergessen, dass es im Moment eine teils desaströse Lage ist für die Betroffenen. Sie müssen lange suchen, bis sie professionelle AnsprechpartnerInnen finden. Sie geraten nicht selten an wenig ausgebildete Personen, die selbst nicht wissen, an wen sie stattdessen weiterverweisen könnten. Diese Art der unprofessionellen Behandlung ist ein großes Ärgernis. Ein echtes Defizit in der medizinischen Versorgung, das wir uns in Deutschland nicht mehr leisten sollten. Und insofern glaube ich, dass wir mit einer solchen Leitlinie jetzt einen Quantensprung in einer hochprofessionellen Versorgung, einem hochprofessionellen Angebot für die betroffenen Personen machen werden. Ich hoffe sehr, dass das auch gerade für die Gruppe der Betroffenen eine echte Erleichterung darstellt, dass sie nun selbst auch herausfinden können, was sie eigentlich erwarten können, dass Eltern herausfinden können, was sie erwarten können, an Professionalität erwarten können von einer betreuenden Person und damit ja auch ihre Schutzfunktion gegenüber dem eigenen Kind vernünftig ausüben können. Ja, Frau Mauer und Frau Pauli, vielleicht auch nochmal zum Ende. Welche Missverständnisse um die medizinischen Aspekte von Geschlechtsdysphorie sollten Journalistinnen in der Berichterstattung denn vermeiden? Frau Mauer, vielleicht mögen Sie beginnen. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn ankäme, wie sorgfältig wir hier Konsens gesucht haben mit lauter beteiligten Fachpersonen, die ja auch übrigens in der Praxis diese Kinder und Jugendlichen unterstützen. Das ist keine theoretisch geleitete
Leitlinie. Und wenn ich in den Fragen lese, dass das ja dann wohl eine Eminenzleitlinie sei, dann kann ich das nur wirklich entschieden zurückweisen. Und diese unsachliche Art der Auseinandersetzung, das macht uns so viel Kummer. Und deshalb ist auch so wichtig, dass wir das heute fachlich darstellen konnten, wie sorgfältig wir in dem Bereich arbeiten. Und wir müssen eben auch in Bereichen arbeiten, wo es noch nicht ausreichende Evidenz gibt. Das haben wir im kinder-jugendlichen Bereich übrigens sehr häufig. Und das feuert einfach zurück, auch die Art der Berichterstattung, wenn die schlecht ist und fehlerhaft, weil wir eine Zunahme von Diskriminierung sehen in der Gesellschaft von Transpersonen. Deshalb sind wir hier alle gemeinsam in der Verantwortung. Frau Pauli, Sie sahen gerade so aus. Ja, meins geht in eine ähnliche Richtung. Also ich sehe in der Berichterstattung schon, was ich glaube jetzt nicht bei den WissenschaftsjournalistInnen, aber sonst schon so ein bisschen dieses, man muss dafür oder dagegen sein und dann polarisiert berichten, weil dann gibt es vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Und das Wichtigste ist, glaube ich, zu sehen, dass diese Gruppe hier nicht aus Leuten, die dafür und dagegen sind, besteht, sondern dass wir eigentlich Leute sind, die uns um die bestmöglichste Lösung in einer schwierigen Situation mit sehr für sehr belastete Jugendliche ringen. Also ich selber persönlich habe mich am häufigsten missverstanden gefühlt, wenn man so denkt, die Fachperson oder wir hätten da irgendwie so ein Eigeninteresse und wollen etwas promoten. In Wirklichkeit ist es ja so, dass man wirklich beides möchte, die Jugendlichen unterstützen, wenn sie etwas brauchen, aber sie auch bewahren vor Entscheidungen, die ihnen schaden könnten, und dass das eigentlich in aller Regel so stattfindet und dass man sich darauf fokussieren sollte, auch das zu berichten. Das ist so ähnlich wie vorher gesagt, wie sorgfältig das auch versucht wird zu machen und sich nicht so fokussieren auf, wenn es einzelne Fälle gibt, und die gibt es, wo das nicht so gut gelaufen ist, vielleicht, oder wo es vielleicht auch gut gelaufen ist, wie der Herr Wüsthoff gesagt hat, und es kam aber zu einer Detransition, obwohl alles sorgfältig gemacht wurde, wie auch bei einer sorgfältigen Herz-OP ja auch jemand sterben kann. Also diese Dinge darf man benennen, also da bin ich nicht dagegen, aber das Polarisieren, wie wenn man dann dafür oder dagegen ist oder dass man dann die Behandlungen ja nicht machen kann, wenn mal da ein Fall war, wo es schwierig wurde, das muss man vermeiden. Man muss das in dieser ganzen Tragweite und Spannbreite darstellen, mit den Vor- und Nachteilen, und der Fachwelt nicht unterstellen, dass sie so in Lager aufgespalten sind, und das ist nicht der Fall. Ja. Ja, vielen Dank nochmal für diese Schlusswörter. Ich muss jetzt das Pressbriefing beenden. Wir sind 2 Minuten über der Zeit. Die Zeit ist geflogen. Wir haben auch so viele Fragen gehabt. Wir konnten leider nicht alle beantworten. Aber ich hoffe, dass ganz, ganz viel besprochen wurde, und bin mir auch sicher, dass ganz viel besprochen wurde. An die Kolleginnen und Kollegen, Sie bekommen von uns den Link zur Aufzeichnung zugeschickt und können auch auf Wunsch gerne das maschinell erstellte Transkript direkt haben. Ich möchte auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, auf das Embargo für Freitag 13 Uhr. Ich danke Ihnen alle für die Zeit, die Sie sich hier genommen haben, und ja, bin ganz gespannt auf die Berichterstattung und wie es mit dem Thema weitergeht. Vielen herzlichen Dank, und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Danke auch. Vielen Dank.